Hi Freunde, willkommen auf BTB TV. Wie im Intro zu Resident Evil 3 angekündigt, geht es direkt weiter mit Resident Evil 2. Einen letzten Durchgang. Viel Spaß. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Ich habe immer mit Claire angefangen, deshalb mache ich jetzt mal Leon. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaube dir, Kumpel. Ich glaube dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Hallo, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde grad gut. Och, ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. 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 Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Okay, ist ein bisschen zu laut. Ich pegel das gleich nochmal ein. Niemand da? Obwohl, gerade geht's. Komisch. Stimmlautstärke ist gut. So. Oi, 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 oi. Okay, 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 okay. Bevor wir hier loslegen, Kamera, Mausempfindlichkeit, ne, ein bisschen zurück. Ja. So geht's. Resident Evil 2, die erste. Und TikTok, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben vorhin Resident Evil 3 Remake durchgespielt. Leider. Nur zum Teil mit euch, weil mein Live gesperrt wurde, weil ich da eine Mod drin hatte und das hat TikTok nicht so ganz gepasst. Deshalb habt ihr das Ende leider nicht sehen können, aber das Ganze gibt es natürlich auf Born2B TV die nächsten Tage. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht.
Also der zweite Teil, der wird interessanter für mich als der dritte, weil an den zweiten kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Ja, aber die Untertitel auch kurz mal deaktivieren. Das zieht mich immer raus aus dem Geschehen. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher! Hey, hey! Weg von ihm! Sofort! Hilfe! Was zum Teufel? Stopp! Oi, oi, oi. Ich schieße! Oh Mann. Vier Schuss. Bob der Klonkrieger, grüß dich. Die Lara, moin. Ja, das ist Resident Evil 2 Remake. Und es ist auch gerade der Anfang, also kommt hier gerade richtig. Alter, bitte, bitte keine Popos hier jetzt. Ich habe keinen Bock, wieder gesperrt zu werden. Ich habe keinen Bock, wieder gesperrt zu werden. Moin, Bob, moin. Habe ich vorhin schon erwähnt, ich wurde nämlich... Knapp 2 Stunden war ich gesperrt auf TikTok. Aufgrund einer sexy Mod, die ich in Resident Evil 3 Remake drin hatte. Und deshalb habe ich die Mods entfernt aus Resident Evil 2. So, da haben wir einen Schlüssel. Oh, oh, oh. Oh, okay. Nicht schießen! Runter! Genau, ich bin gerade auch auf Twitch live, also da wurde ich nicht gesperrt, da haben wir Resident Evil 3 durchgespielt. Ja, danke schon. Wer das Ganze in Ultrawide genießen möchte, der kann das auf Twitch machen. Oh, Scheiße. Und wer Resident Evil 3 nachholen möchte, auf dem YouTube-Kanal. Die nächsten Tage. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Die Lara genauso wie hier auch. Born to be done. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Unter der Cam, so wie es da steht. Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Moll. Claire Redfield. Vielleicht hat sie es überlesen. Wohnst du hier? Steht doch überall. Allgegenwärtig. Born to be done. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Oh, da habe ich wieder richtig Bock, ey. Aber jetzt mal im Ernst, ich weiß nicht, warum TikTok mich gesperrt hat vorhin. Also das stand dann drin so hier wegen sexuell anstößigen Inhalten. Aber ohne Scheiß, da gibt's Schlimmeres. Also ich hatte halt nur ein Outfit. Ja, man konnte ein bisschen meinen Hinterteil sehen, so, von Jill. Aber das war's auch. Dann wurde ich gesperrt, habe aber sofort Widerspruch eingelegt. Dann dachte ich mir, komm, ich probier's nochmal, ob's geht. Dann hat's funktioniert. An
Ricardo, danke fürs Folgen. Kea, moin. Guten Morgen. Wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Am besten schreibst du es mit blinker Neonschrift hin. Sieht man halt den Namen, die aber nichts vom Leben. Nicht mehr weiter. Die werden mehr wissen. Soll ich das mal machen? Ja, aber... Aggressives Marketing. Wenn's keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Und POV auch, danke dir, ne, fürs Folgen. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ha! Ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Bob, sie hat den Namen nicht gefunden. Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! War das böse? Nein. Ich kann nicht! Festhalten! Das ist teilweise echt laut, ey. Claire! Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Oh Gott, es geht ja schon los. Das reinste Chaos. Bob, der einzige Teil, der mir fehlt, ist Resident Evil Code Veronica. Und den mache ich die nächsten Tage. Ist sie. Die Polizeistation. Oh, wir fighten gar nicht. Hopp. Du meinst, Zero? Ja. Ich habe mich da durchgequält, Bob. Mit Abstand der schlimmste Teil. Mit Abstand der schlimmste Teil für mich. So. Lasst mich kurz ein bisschen runtergehen mit Sound. Hier nochmal 2 runter. So. Deine Schwester hat alle Teile. Das leckt. Echt? Leckt das, Leute? Warte. Also auf TikTok müsst ihr auch unten bitte auf einen Pfeil klicken und dann auf Videoqualität und auf Original. Dann müsstet ihr auch auf TikTok 60 Frames haben. Aber ich kontrolliere das mal eben selber. Ja, eigentlich läuft's okay. Müssen mal die anderen sagen. Aber wir können hier mit Raytracing runtergehen. Das
We don't need. Davon merke ich gerade eh nichts. Wo war denn das jetzt hier? Oben irgendwo. Ach, kann ich gar nicht. Guck mal, ich kann hier gar nicht Raytracing ausmachen. Müssen wir ein Menü machen gleich. Gut, machen wir dann mal. Ist irgendwie... Jetzt flüssiger. Aber ich habe nichts verändert, Turki. Jemand hier? Bob, danke fürs Folgen. Es lag am Dingens, ne? An der Videoqualität von TikTok, ne, Turki? Ich weiß nicht, warum TikTok so drauf ist und nicht standardmäßig die beste Qualität raushaut. Da müsst ihr bitte selber mal kontrollieren, immer wieder. Nicht gut. Danke fürs Folgen. Also, das betrifft jeden Stream auf TikTok, ne? Also nicht nur bei mir, sondern bei jedem Stream einmal kontrollieren. File, Videoqualität auf Original stellen. Sollte den Typ suchen. Gut. Warte mal, ich muss mal. Guck mal, jetzt habe ich meine Bindings vergessen, Leute. Es geht aber ratzifatzi hier. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Tastenbelegung. Bam, 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 bam. Okay, das ist ein bisschen anders als bei Teil 3, ne? Karte öffnen. Einmal dahin bitte. Inventar ist Tab. Oh, ist okay. Habe ich keine. Da, Waffe wechseln. Einmal da, einmal da. Einmal da. Einmal da. Schnell umdrehen. Einmal da. Karte da. So, das entfernen, das entfernen. EE passt nicht. Munition. Dahin. Oh nein, der hat die. Ach, der hat die nicht angenommen, ne? Einen Moment. Nochmal. Da, da. Bam, bam. Munition wechseln dahin. Schnell umdrehen hier. Karte öffnen da. Del, del. Zurück. Nein, übernehmen bitte. Ah. Jetzt da was? Nee, aber nicht. Was machen der für eine Scheiße? Übernimm das doch. Ah, jetzt hat er es übernommen. Spielst du noch das aktuell? Welches meinst du, Bob? So. Habe ich ein Farbband? Ach, sieh mal an. Hier sind schon Safe Games. Brauchen wir kein Farbband hier? Brauchen wir nicht, ne? Geh mal kurz ins Menü. Deaktiviere auch mal Raytracing, dass wir noch flüssiger am Start sind. Und dann starten wir so richtig los. Brauchen wir nicht. Unnötig. So. Alright. Also, das wegwerfen. Beep out. Guck erstmal. Okay, alles was rot ist. Wie auch im dritten Teil. Da liegen noch Items rum. Da müssen wir nicht hin. Achso, ja, ich kann mich gerne mal vorstellen. Also Leute. Ich habe 6 Main Games. Formel 1, Assetto Corsa Competizione, Rocket League. Im Shooter-Bereich gibt es Valorant. Call of Duties, hier ist Call of Duty und Fortnite. Das sind meine 6 Main Games, die kommen immer wieder. Und nebenbei habe ich halt immer so 1-2 Story Games am Laufen. Eine schöne Übersicht habt ihr auf dem YouTube-Kanal Born to Be TV. Alles, was ich hier mache, kommt auch dahin, aber auch Formate, die es nicht live zu sehen gibt.
Und heute, also ich habe gestern, schaut, ich erkläre euch jetzt, warum es heute zu Resident Evil gekommen ist. Gestern habe ich ein Spiel angefangen, das nennt sich Amnesia The Bunker. Ich habe 1-2 Stunden gespielt, das Video gibt es, glaube ich, die Tage auch auf YouTube zu sehen. Und ich war so enttäuscht von dem Spiel, dass ich voller Trauer, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen geweint und ein bisschen Pipi habe ich auch gemacht, bin dann so schlafen gegangen. Daraufhin dachte ich mir heute, okay, es geht nicht, du brauchst jetzt ein bisschen Balsam für die Seele. Also habe ich Resident Evil 3 gestartet, habe es vorhin durchgespielt und das tat mega gut. Und dann dachte ich mir, komm, machst du auch nochmal einen Rundgang mit Resident Evil 2, schließt das auch für dich ab. Alles klar, so, weiter geht's. Und ja, jetzt sind wir hier, ne? Ey, soll ich euch was sagen? Meine A-Taste funktioniert nicht. Oh Mann. Was habe ich denn da gemacht? Nach links bewegen. Ja, A bitte. Ich wollte schon sagen, irgendwie bewegt er sich komisch gerade. Alles klar. Auf Twitch habt ihr ultra weit. Es kann also sein, dass ihr hier auf TikTok so einige Sachen nicht seht, rechts und links so inventarmäßig und so ein Kram. Okay. Elf Schuss. Okay, ich muss aufpassen, ne? Das ist jetzt nicht wie Teil 3. Ich muss ein bisschen Muni sparen. Es ist alles ein bisschen gemächlicher. Nicht so auf Action getrimmt. Und natürlich gruseliger. Du schaffst das. Als ob hier nichts ist. Was sagt die Kamera? Die Map? Doch, hier soll irgendetwas sein. Mal Licht an. Ja. Und blau. Ist doch ein bisschen leise. Ich weiß, ich ärgere euch gerade. Ah, Erste-Hilfe Spray. Resident Evil 4 wird es natürlich auch geben, aber da warte ich wirklich, ob die eine Erweiterung ankündigen. Weil das Spiel ja eigentlich nicht komplett war. Ja, schrei doch nicht. Beruhig dich doch mal. Digga, es ist 4.30 Uhr, so chill doch mal dein Leben. Du bist eh im Arsch. Hier kann man nicht mehr helfen. Ich hol sie raus. Boah, der erste Boss war Turki, weiß ich gar nicht, wann der kommt. Ich hab's. Jetzt die andere Hand. Durchhalten. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay.
Genau, Bob, der vierte kam, ich weiß gar nicht mehr, wann er rauskam. Anfang diesen Jahres, glaube ich, ne? Aber es fehlt ein Abschnitt im vierten Teil, und zwar von Ada, Separate Ways nannte sich das. Das war ein extra Abschnitt. Und ich denke mal, dass sie das irgendwie wahrscheinlich zu Halloween irgendwie rausballern. Aber da fehlt auch die Ankündigung. Und da wollte ich einen Veteranendurchgang machen. Und deshalb warte ich da noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich freue mich auf Code Veronica. Das wird mein erstes Mal. Scheiße! Die sind überall! Okay, Muni sparen, einfach durchrennen. Resident Evil teilen, Bob. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Nein, ich glaube, die machen nicht jährliche Releases. So 1,5 bis 2 Jahre, glaube ich. War das jetzt. Immer. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Ach so, ja, da kommt. Aber ganz ehrlich, es reicht, jeden Tag, weißt, Bob, jeden Tag kommt was Neues. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant, ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Marvin, Alter. Du hättest dich selbst zuerst. Einfach Ehrenmann. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Wie ist das? Der Spruch von dem macht jetzt Sinn. Klar? Ja, Sir. Weil vorhin im dritten Teil, also Resident Evil 3, spielt ungefähr eine halbe Stunde vor dem zweiten Teil. Und da sieht man, wie Marvin seine Wunde bekommen hat. Wer ihm das angetan hat. Und er hat sich da schon ziemlich dämlich verhalten. Er hat nämlich nicht geschossen. Okay. Nebenwaffe bereithalten und dann Space. Ah ja. Heilende Objekte. So. Okay, hier ist alles blau, das heißt, hier gibt es auch nichts mehr zu entdecken. Dann. Speichern können wir so viel, wie wir wollen. Ich dachte, wir hätten hier Farbband. Aber ich glaube, bei Veteranen. Ach, sieh mal, schau mal hier. Gut, dass ich mit Leon angefangen habe. Ne, mit Claire habe ich wahrscheinlich auch Veteranen durchgeballert gehabt. Interessant. Kennst du Alan Wake? Ja. Ja. Bevor der neueste rauskommt, muss ich Alan Wake Remastered auch ballern. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ich freue mich, dass es da weitergeht. Ja, mitnehmen. Ja.
ne? Da freue ich mich mega drauf, Bob. Was? Achso, die konnte man hier zubarrikadieren. Oh Gott, Alter, ey, komm, jetzt hör aber auf. Schaut mal, TikTok. Ich hätte noch anzubieten, das hier, wenn euch das lieber ist. Müsst ihr mir mal eben sagen. Oder ob ihr das andere lieber wollt. Also so könnten wir das auch machen. Wenn es für euch dann geiler ist. Oh. Guck mal, wie das ausschaut. Okay, das sieht schon krass aus, oder? Aber dann seht ihr nichts von den Cutscenes. Das ist ja dann auch dumm. Ups. So. Alter. Ich hole mir den auch, den zweiten Teil. Wird ja eh im Game Pass drin sein, auf dem PC. Es wird direkt gespielt, Day One. Ja. Die Sachen lese ich jetzt aber nicht, ja. Ja, trotzdem umblättern. Und eine Karte, nice. Ja. Wow. Rennen wir mal weg. Lag da was? Jo. Schön. Ach, du spielst auf der PlayStation, okay. Map schauen. Guck mal nach rechts hier. Ist zu. Weiß nicht, ob da irgendwas gibt. Ich lasse den mal am Leben, den Herren da. Büro Westseite. Schließfächer. Okay, da brauchen wir Tasten für. Aber vielleicht. Warte, man konnte schon mal was aufmachen, oder? Oh! Alter, jetzt kommt er hier hin. Ach, Scheiße! Ist der jetzt tot oder steht er gleich wieder auf, ist die Frage. Ach, der ist nicht tot. Okay, also 1, 0. Die Vierer können wir aufmachen. Das sind alles Zweier. 4 gibt es nicht. 1, 0, 6 kann ich aufmachen. Und 1, 0, 9. 1, 0, 6. Jo. 1, 0, 9.
Da ist halt einfach noch einer. Großartig. Der hat einfach den Arm von dem einen weggeschleudert. Oh nein! Oder war das sein Arm? Ich glaube, das war sein Arm. Du würdest aufstehen, Bob. Also dann West-Office-Bereich. Oh, er lebt da noch. Soll ich mal schießen? Schießpulver. Scheiße. Ach man, Inventarverwaltung halt, ne? Ja, der lebt noch. Warte mal. Initialen unserer Vornamen. Okay, da war nämlich was. D. Das auch kurz lesen. Oh, E. D. Also, hier schon mal E und D. Matt nicht. Let nicht. Cat nicht. Pet. OED. Net ist es. Oh, was haben wir hier? M. R. M. R. MRG. Weiter. Weiter das Magazin. Für die Mathilda. Ich gucke mir gerne sowas an. Danke, dass ich dich gefunden habe. Ey, ich bedanke mich, Bob. Wenn ich dich unterhalten kann, dann... Geil. Also, ich bin jeden Tag live ab 21 Uhr. Gibt sehr viel zu sehen. Ich hoffe, der ist tot. Ja. Oh, da haben wir ein Safe. Scheiße. Kriege ich eh nicht auf. Oh mein Gott. Brech. Oh, Muni. Oh, ich kann halt auch nicht jeden fighten. Was war denn da jetzt? Ah, okay, das war Safe. Da geht's nicht auf, es geht in die Dunkelkammer. Okay, kein Platz mehr. Das freut mich, Bob. Verstauen, verstauen. Die grünen behalte ich mal. Den Film können wir hier entwickeln im Darkroom. Was ist denn hier? Achso. Ah, sehr schön. Können wir die Kräuter kurz kombinieren? Erinnerungsfoto. Das hätten wir auch geschafft. Sehr gut. Oh. Ja, ein bisschen Muni habe ich jetzt drauf. 24 plus 31. Jetzt kann ich auch das Brett nehmen. Können wir hier mal zumachen. Ja. Die steht gleich bestimmt auch auf. Safe. Guck mal, der macht da unten auch Radau. Eine sehr beklemmende Stimmung.
Das tue ich immer, Bob, aber das ist kein Ding. Solche Leute wie mich, die reden gerne mit sich selbst. Nein, aber ich rede ja eigentlich nicht mit mir selbst. Das kommt ja alles auch noch auf YouTube. So oder so rede ich immer mit irgendjemandem. So, alles gut. Da rein. Bin ich denn richtig gerade? Ja. Da brauche ich ein Ventil. Oh, nonst! Oh, ohne Scheiß. Ich wusste das. Und trotzdem habe ich mich jetzt erschreckt. Der ist auch tot. Wie viele Mods hast du, wenn ich mal fragen darf? Einen. Ich habe nur einen einzigen Mod. Ich hatte mal viele, aber von denen habe ich mich verabschiedet. Bis auf einen. War das hier Cap vielleicht? Oh ja, Cap, Alter. Wie im dritten Teil auch. Das ist ja nice. So, hier ist alles erledigt. Da war ich schon, ne? Ja. Ich schaff das. Die Sache ist, ich bin noch ein kleiner Streamer so. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich nicht so viele Mods brauche, aber auch, ich meine, klar, die dabei waren, die haben es auch sehr gerne gemacht, aber ich kann dann nicht ruhig schlafen, weil es immer ein Geben und Nehmen sein soll. Und ich habe gern immer alles mit den Mods geteilt, aber wenn sich das hier für mich selber schon nicht rentiert, wie kann ich da meinen Mods dann Gefallen tun? Im Sinne von Spiele kaufen oder wenn sie irgendwas anderes brauchen, denen helfen. Und ich kann das einfach nicht mehr. Das ist einer der Gründe, warum ich keine Mods mehr habe. Oh, das hier weiß ich nicht gerade. DCM? Ja, ist auch dasselbe wie in Teil 3. Aber ich mache das Ganze ganz gut alleine. Und mein lieber Mod Freshy, der ist schön im Hintergrund, beobachtet alles. Objekte untersuchen. Okay. Ah, diese Spielerei. Wie ging das denn? Eins. Okay. Eins, drei. Eins, drei. Drei. Eins, drei, vier. Eins, drei, vier. Eins, drei, vier, zwei. Eins, drei, vier, zwei. Drei, vier, zwei. Ach komm. Drei, vier. 2. Hä? 3, 4, 2. Was mache ich denn falsch? 1, 3, 4, 2. Bin doch jetzt alle durch. Ah. 1, 3, 4, 2, 2. Perfekt. Richtig, Turki, richtig. Richtig. Und ich habe die letzten 2-3 Jahre habe ich sehr viel zurückgegeben. Ich habe auch erst vor kurzem alles so ein bisschen neu sortiert. Und ich bin da ganz
gut mit, also. Ich bin leidenschaftlicher Zocker, ich streame sehr gerne, ich quatsche sehr viel. Und natürlich, wenn sich das auch mal wieder rentiert, also zu Corona-Zeit, ne? Da sah das Ganze natürlich anders aus. Und da konnte ich auch alles teilen. Aber jetzt gibt es nicht mehr viel zum Teilen. Aber wenn sich's wieder rentiert, dann werde ich natürlich auch wieder eine etwas größere Mannschaft haben. Aber momentan nicht. Momentan kriege ich das alles auch alleine hin. Was zum? Es läuft ja eh meistens alles hier brav. Außer wenn ich Valorant spiele, dann ist sowieso. Dann ist vorbei. Dann gute Nacht. Nach jedem Valorant-Match tauchen irgendwelche Leute auf und fangen an rumzubeleidigen. Weil sie zu Hause keine Liebe bekommen. Aber das gehört dazu, ne? Das gehört dazu. Da muss man aber auch dagegen schießen. Ist Turki dein Mod? Nein. Ich habe eine Taste gefunden. Hier ist auch noch ein Brett. Was mache ich hier oben jetzt eigentlich? Oh nein. Der ist aber tot. C4. Oh, eine Tasche. Es kommt gerade richtig. Jetzt kann ich nämlich auch noch das andere Ding da holen. Nicht das. Schießpulver nehme ich. Das ist wichtiger. Was haben wir hier? Warum finde ich am Anfang Magnum-Munition? Geh doch mal down. Da ist aber noch einer unten. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Nein, nein, nicht runter. Bleib oben, bleib oben. Oh, da, oh, direkt da unten ist auch noch einer. Der ist ja frech. Ich bin froh, dass die keine Leitern hochklettern können, ne? Gott verdammt. Steht er auch auf? Nee. Weiß nicht, ob ich den von hier killen kann. Ja. Super. Hoffen wir mal, dass er tot bleibt. Der lebt noch. Das sehe ich dem doch an, Alter. Der lebt noch. Nein. Ui. Ich meine, hier gab es jetzt auch ein Rätsel. Mein Inventar ist aber voll. Aber... Ah, es geht eh nicht. Okay, da brauche ich was für. Auf normal. Oleg, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Ich spiele das auf normal.
mein letzter Resident Evil 2 Run. Resident Evil 4 wird es auf Veteranen geben. Ich glaube, ich brauchte Büchlein. Da ist jemand aufgestanden. Da ist einer aufgestanden. So, jetzt mal schauen. Ich bin aber gleich in der Haupthalle, ne? Das möchte ich nicht benutzen. Ja, ich brauche das alles. Lauf mal hier runter. Geht es? Jawohl. Da kann ich die Sachen schon mal ablegen. Dann komme ich wieder hier hoch. Hast du es auch mal auf leicht gespielt? Nee, glaube ich nicht. Da bist du ja. Also ich spiele die meisten Spiele. Siehst du das? Spiele ich immer normal. Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Nur die Resi-Teile, also ich bin ein großer Resident Evil-Fan. Und Resident Evil 2 und 3 habe ich wirklich mehrmals gespielt. Ich meine auch Veteran und so. Aber ist jetzt alles ein bisschen länger her, deshalb wollte ich nochmal ein letztes Mal so einen Durchgang machen. Hier schaut mal, hier habe ich sogar Veteran-Saves vom 31.12.2021. Interessant. So, schon mal ein paar Heilmittel. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Schießpulver brauchen wir auch nicht. Messer lassen wir drin. Die Flinte brauchen wir auch nicht. Also Flintenmunition. Schlüssel. Ich glaube, ich nehme aber noch Kraut mit. So, ich speichere nochmal ab. Aber nicht ganz aufhören mit den Resi-Spielen. So, Büchlein. Wow, dann ganz schnell raus. Jetzt können wir mal schauen, was in dem Büchlein drin ist. Kann ich glaube ich schon mal aufmachen. Hä? Nein? Sieht aus, als wäre es mal vor einer Hand gehalten worden. Ach so, ja, okay. Okay. So, das ist ja auch ein Rätsel. Da haben wir doch jetzt... wo war das denn? Das ist es nicht, ne? Irgendwas habe ich doch dafür gefunden gehabt. Einsatzbericht nicht. Erinnerungsfoto, Anleitung für tragbare an alle Überlebenden. Ist es das? Nein. Hey, ich habe doch ein fucking Buch gefunden, wo alles drin stand. Bin ich dumm? Wie mache ich das auf? Scheiße. Ist auch ein Safe. Nehme ich ein Brett mit? Ja, komm. Da. Was? Was? Ich dachte, Buch kommt da hin. Combination.
Stein. Und danke für die Likes. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir haben ein Zepter. Überprüfen wir mal das Zepter. Space. Ein rotes Juwel. Da liegt auch noch was. Weapons Locker Key. Ah, mitnehmen. Ey, nein. Der rote Stein. So. Ich könnte mir jetzt die Pumpgun abholen gehen, bevor ich hier weitermache. Weil hier geht's dann weiter mit der Story. Aber wir holen mal die Pumpgun. Dann können wir wenigstens fighten. Aber ich bin gerade mega sauer, dass ich nicht weiß, wie ich das hier machen soll. Ich hab vergessen, wie ich Akten, okay. Ja, Akten, aber wo ist das denn? Ach, da oben. Ich hätte einfach nach oben scrollen müssen. Da haben wir es nämlich. Genau. Genau. So, das ist ein Löwe. Da gehen wir nämlich hin. Löwe, Blatt, Vogel. Löwe. Blatt. Vogel. Nein, ich habe keinen Platz. So. Wie viele Likes sind wir denn gerade? 3,9? Alter, 3.900? Ah, spammt mal rein da, spammt mal rein. Das lasse ich liegen. Ich weiß nicht, wohin mit dem Juwel. Lasse ich jetzt auch mal liegen. Ich glaube, irgendwo oben war das. Ah, hier kommen die Medaillen hin. Perfekt. Dann kann ich den schon mal da unten hin platzieren. Hey Marvin, geht's dir gut? Alles gut bei dir, Chef? Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. So, kurz mal Map anschauen. Was habe ich eigentlich für einen Schlüssel? Einen Peak-Schlüssel, ne? Also, wir müssen hier hin. Ah, Abkürzung. Nein? Ah, doch, ist auf, alles klar. So, den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Wegwerfen. Hier waren jetzt ein paar Zombies noch, ne? Der hat sich auch ein bisschen bewegt. Ist er gerade am Pissen? Aber Zombies können doch gar nicht pissen. Oh. Direkt hier rein. Ach nein, ich hätte jetzt auch... Ich hätte auch die Taste mitnehmen können. Ja, das mache ich mal eben. Ich hole auch die Taste. Ersatzteil. So, perfekt. Das weg. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Für die Items, die wir uns jetzt beschaffen. So. Jetzt schauen. Also im Zweierbereich. Ne, im Einserbereich.
Stopp. Denkfehler. So, ich kann entweder auf 2 oder auf 3 platzieren. So, da hätte ich ein Messer. 3. Da gibt's einen Gürtel, Digga. Einfach einen fucking Gürtel, Mann. Das geht ja nicht. Da fehlt dann noch die 2. Belastend. Und dann würde ich aber auf die 3 gehen. Oder doch Schießpulver. Ja, komm, Schießpulver. Benutzen. Ja. 1, 0, 2, Enter. Die W870. Nice. So, jetzt Schnellzugriff links. Schnellzugriff rechts. Jetzt runter. Badum, badum. Warum ist das auf K? Ach so. Falsch belegt. Das kommt dahin. Das dahin. Oh, das war auch falsch. Dahin, dahin. Perfekt. Jetzt müssen wir auch schnell wechseln können. Super. So, dann. Besprechungsraum kann ich nicht. Jetzt geht's wieder zu Claire, ne? Jetzt geht's wieder nach oben. Mal hier durch. Oh, jetzt ist der aufgestanden. Wow, dem haben wir es aber gegeben jetzt. Nice. Müssen wir aufpassen bei Marvin, nicht, dass er sich verwandelt. Ja. Inside, moin. Das ist Resident Evil 2. Inside. Hey! Leon? Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Claire, verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide, ja? Ich freue mich schon auf den Claire Run. Marvin, ich habe hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Marvin! Verdammt! Ich glaube, Marvin ist Geschichte.
Ah, sehr gut. Noch mehr Muni. Nice, nice, nice. So, jetzt. Da hätten wir noch Bretter. Nehme ich das mit? Ja. Oh, jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang den Polizisten zweigeteilt haben. Jop, okay. Och, hinter mir. Sit down, please. Büro Ostseite. Hier links. Wow. 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 Scheiße. Will die Sachen hier haben. Ich habe keinen Platz. Oh. Aber hier gibt's einiges. Oh mein Gott, hier gibt's einiges. Hier gibt's einiges. Scheiß drauf. Das werfen wir weg, weil hier ist ein Elektroteil. Den brauchen wir auf jeden Fall. Simon, dankeschön für die Rosen, mein Freund. Vielen Dank. So, den machen wir hier rein. So. Dann. Mach schnell. Also ich werde da auf jeden Fall jetzt nochmal reingehen. Schau mir die ganzen Sachen. Safe. So, Flintenmunition kann ich jetzt auch mitnehmen. Dann. Messer brauchen wir nicht. Combination. 31 Patronen. So, Grünkraut haben wir dabei. Zwei Plätze nur frei. Ach komm, scheiß auf dem Messer. Scheiß auf dem Messer. Die nach unten. So, drei Plätze frei. Scheiße, ey. Scheiße. So, was hätten wir denn da? Wir hätten dort noch Pistolenmuni, Blendgranate und ein grünes Kraut. Vielleicht ist hier links auch noch irgendetwas. Ich schaff das. Scheiße. Sehr gut. Boah. Scheiß drauf, Pumpgun. Pumpgun. Hör auf. Oh, oh. Nein. Nein, ich hab nix. Ich hab nix. Was zum? Ja, was zum? Fuck, Alter. Das lief gar nicht gut jetzt. Das lief wirklich scheiße. Bin schon bei Gefahr. Habe ich ein bisschen Panik geschoben. Das ist, glaube ich, noch einer, aber... Uiuiui. Ah, hier, Schießpulver. Der lebt doch noch, safe lebt er. Blendgranate. Boah, hier war noch irgendwo Muni. Ach, bei dem. Sehr gut. Und ein Kraut. Dann. Der runde Griff. Wie gut, dass ich nochmal hier reingekommen bin. Wie gut. So. Den können wir nehmen, kombinieren. Haben wir nochmal Flintenmuni.
Na gut, habe ich wieder einiges gut gemacht gerade. So, dann. Büro Westseite, Schließfächer, Besprechungszimmer, habe ich was vergessen? Ich glaube, ich muss jetzt nach oben. Ich bräuchte jetzt eigentlich doch ein Kampfmesser für solche Situationen, wenn die mich wirklich packen. Zwei fehlen noch. Zwei Medaillons. Ventil. Griff. Boah, wo brauche ich den denn? Irgendwo habe ich das doch gesehen. Sonne! Hier ist auch noch eine Tür. Wow, da wären wir beim zweiten Medaillon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn hier? Ein Einhorn. Einhorn, Fisch. Was ist das? Skorpion, Fisch, Skorpion und Krug. Fisch, Skorpion, Krug. Boah, ich muss hier sofort raus, bevor die anderen kommen. Was ist aber mit dieser Tür? Die ist abgeschlossen. Okay. Scheiße, kein Platz. Kein Platz, kein Platz, kein Platz. Kombinieren. Dieses Pulver mitnehmen. Der steht schon hier. Oh, Alter. Wie gut, dass ich ein Messer mitgenommen habe. So, jetzt mal aufpassen, 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 aufpassen. Ich will nicht wieder... Doch, ich muss aber wieder runter. Weil danach geht's zum Duschraum. Stimmt. Boah, ist das intensiv wieder hier, ne? Okay, Marvin ist down. Ich glaube, das steht auch nicht wieder auf. Wenn, dann als Zombie. Habe ich hier noch ein Schießpulver? Habe ich nicht. Ich habe einfach viel zu wenig Platz. Viel zu wenig Platz. So, ich schmeiß mal die Flintenmuni auch mit rein. Da habe ich 4 Schuss in der Flinte drin. Das reicht. Alles Gläschen. So, Nummer 2 haben wir auch fertig. Aha. Hier war eh nichts, was wehtun könnte. So, ich könnte ein Brett wieder mitnehmen. Yep. Falsche Richtung. Was zum Teufel? Mach mal nicht so jetzt, Alter. Genau.
Okay, alles sauber. Alles sauber. Schießpulver. Ist blau. Weiter geht's. Ich habe gerade ein mulmiges Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Blindenmunition? Einfach so? Nimm die mal in die Hand. Was in Gottes Namen? Das ist ein Licker. Jetzt schaut mal, die Licker. Die sind blind. Das heißt, ich könnte mal probieren, ganz langsam ins Stars-Büro zu kommen. Und es funktioniert. Wunderschön. Alles richtig gemacht. Was haben wir da? Wir haben eine Batterie. Die haben wir nämlich gesucht. Bam, 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 bam. Oh, hier hätten wir eine Kombination, aber... Scheiß drauf. Wir wollen ja im Flow bleiben. So, noch mehr Flintenmoney. Da brauchen wir einen USB-Stick. Die hören nur auf Geräusche. Genau, Bob. Die hören nur auf Geräusche. Die Licker sind blind. Ich weiß nicht, ob das auch machbar war im Resident Evil 2 Original. Aber hier haben wir ja gesehen, wir können uns wirklich so, ne, Stück für Stück durchbewegen. Und dann passiert auch nichts. Weil die zu fighten, also das, da verballerst du schon sehr viel Muni. So, wir müssen wieder ein bisschen was liegen lassen. Ja. Das wegwerfen. Scheiß auf dem Brett. Geht auch jetzt weg. Erste-Hilfe-Spray. Dann haben wir da nochmal ein Schießpulver. Irgendwas höre ich. Aha. Achievement. So, jetzt können wir die kombinieren, aber nochmal Flintenmoney. Perfekt. Hey Amen, danke fürs Teilen. Welcome. Bonjour. Achlen Musachlen. Hoschgelden. Einen wunderschönen guten Morgen. Also, warum bin ich hier? Ach, wegen der Batterie. Und die Batterie, die haben wir ja gefunden. Das heißt, ich gucke nochmal kurz hier, was ich dafür brauche. Was ist denn da überhaupt? Da ist die Magnum. Feld. Okay, da komme ich nicht rein. Kontoauthentifizierung erforderlich. Dongle in USB-Anschluss stecken. Wir haben kein Dongle. So, und jetzt kurz, wir könnten in die Wäschekammer. Wir müssen ja ganz nach oben. In die Wäschekammer. Vielleicht geht die Tür hier auch auf. So, jetzt wieder ganz langsam. Oh, der hat aber die Tür gehört. Ich darf ihn auch nicht berühren. Wenn ich den berühre, ist vorbei. Das sieht bestimmt witzig aus, ne, aber... Ist mir lieber, als wenn ich jetzt irgendwie Pumpgun verbrauche. So hört er mich nicht. Aber wenn er in der Ecke ist, dann komme ich eh nicht durch. Hup, 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 hup. Es gibt hier halt keine Schleichfunktion. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße! Ja, ich habe ihn berührt. Okay, da geht's auch nicht lang.
Ich habe ihn berührt, den Guten. Ich glaube, hier kommt er nicht rein. Alles klar, super. Bin bei Warning. Die Sache ist jetzt, ich glaube, wenn ich bei Warning bin und wenn er dann ausholt, dann köpft er mich. Und dann heißt es gute Nacht. So, die Batterie. Okay, irgendetwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Ich brauche noch einen Zünder. Wo finden wir den Zünder? Scheiße. Wo finde ich den Zünder? Oh oh. Och Mann, das ist ekelhaft jetzt. Oh, hier habe ich was. Was war das denn? Oh, Junge, Junge, Junge. Wo finde ich den Zünder? Da kann ich auch nichts machen. Wow! Das dritte Medaillon ist halt da oben, ne? Muss die Scheiße da sprengen. Ich guck mal, ob ich noch ein grünes hatte hier. Ja, perfekt. Müssen wir jetzt nicht ein gutes verwenden. Scheiße. Also nochmal kurz Karte schauen. Büro Westseite. Da ist ein Safe. Vielleicht... Schließfachterminal-Notiz. Ersatztasten besorgen. Okay. So, der rote Stein. Internes Memo. Tresor. Hitzebeständiger Tresor. Vom Stars Büro. In 2F. Büro Westseite 1F verlegt. Das ist der untere. 9, 15, 7. Okay, das ist hier sofort. Können wir mal austesten. 9, 15, 7. Scheiß auf den. Das müsste der sein. 9. 15. 7. Yes. Bitte, bitte, Gürteltasche. Ja! Ah, sehr gut. So. Ah. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Und zwar... Zugekettete Tür ist hier noch. Das heißt, ich muss einen Rundgang machen. Ach klar, Junge. Jetzt kommt er dahin. Wow. I don't care. I love it. Hier müssen wir durch.
Scheiß auf die, scheiß auf die, scheiß auf die. Dafür habe ich noch keinen Schlüssel. Oh. Egal, egal. Egal. Hier rein. So. So, 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 so. Hier liegt aber noch irgendwo was. Da, ganz schnell. Mitnehmen. Budum. Elektronikgerät, ja, das ist es hier. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Noch ganz viel Zeug. Den Bolzenschneider brauchen wir nicht mehr. Dann kombinieren. Boah, echt, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Hier lang. Jetzt ganz nach oben wieder. Kurz mal abspeichern. Kräuter habe ich genug. Kampfmesser noch mitnehmen. Alright. Scheiße. Noch höher, ne? Duschraum. Ja, noch höher. Boah, dieser Schatten. Alter, dieser Schatten hier. Alter Schwede. Mach das doch nicht jetzt. Doch hier rein. Sekunden-Timer bestätigen, abbauen. Oh oh. Jo. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. So, müssen wir schauen, was brauchen wir für eine Kombi. Das ist jetzt die Dame, ne? Dame, Bogen, Schlange. Oh, oh, es kommt. Bogen. Schlange. Da ist ein Licker gerade. Der wird Ärger machen. Boah, als ob ich nicht mehr hier durchkomme. One-Hit, One-Hit einfach. Scheiße. Ich sag ja, gegen die sollte man echt nicht fighten. Aufstehen.
einen Weg rausfinden. So, muss ich noch mal kurz in die Truhe reinblicken? Ja, noch ein Erste-Hilfe-Spray nehme ich mit. Blendgranate können wir noch kombinieren. Okay. Pump kann nachladen. Jetzt können wir hier runter. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Ach, der lebt ja immer noch. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort. Was für Krankenhaus, Bruder? Nein, ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Sehr schöne Mucke am Laufen auch. Nochmal Schießpulver. Ja, wir haben auch eine Truhe noch. Geil. Hör raus, kombinieren, kombinieren. Perfekt. Ich glaube, so tricky war das jetzt nicht bis hierhin. So, abspeichern. Jetzt habe ich aber eine traurige Nachricht. Denn wir müssen zum Ende kommen. 6,5 Stunden Sendung sind vorbei. Danke, dass ihr dabei wart. Wer einen Twitch-Account hat, lässt auch gerne da ein Follow. Ansonsten Resident Evil 3 gibt es dann die nächsten Tage auf Born to Be TV, auf YouTube. Auch da bitte ein Sub lassen. Da kommen von Montag bis Freitag kommen da Videos. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich frühstücke jetzt. So, habt einen schönen Tag. Wir hören uns. Bye bye. Morgen ab 21 Uhr geht's weiter.